Luis Moreno und der Tritt gegen eine hilflose Eule. Diese Bilder machten international Schlagzeilen und empörten Tierschützer auf der ganzen Welt. Jetzt muss der Spieler des kolumbianischen Erstligisten Deportivo Pereira, der wegen des Zwischenfalls schon für mehrere Partien gesperrt war, für seine Tat auch noch ordentlich Strafe zahlen. Umgerechnet 10.000 Euro nämlich. Und nicht nur das, Moreno muss sich außerdem öffentlich für seine Tat entschuldigen und gemeinnützige Arbeit in einem Zoo leisten. Die Eule war das Maskottchen von Deportivo Pereira und lebte unter dem Dach des Roberto Meléndez Stadion. Sie war im Spiel gegen Atlético Junior de Barranquilla versehentlich mit dem Ball angeschossen und von Moreno anschließend brutal vom Platz gekickt worden. Das Tier erlag kurz darauf seinen Verletzungen.